Ich habe vor, das geht schon seit ein paar Tagen, Drehgestelle zu fertigen und diese nach einer neuen Methode zu härten und anzulassen. Die Zeichnung zeigt die untere Brücke eines Drehgestells für ein Tourbillon. Von dieser Zeichnung übertrage ich auf ein Stück Blech. Das Blech wird gebohrt. Das Blech wird gefeilt. Und das Blech wird gesägt. Die untere Drehgestellbrücke. Man sieht, der äußere Radius ist noch nicht angearbeitet. Ein weiteres Stück. Hier die obere Drehgestellbrücke nach dem Übertragen der Zeichnung auf das Stück Blech. Die Bohrungen sind nötig, um die Felder auszusägen. Es ist alles so genau vorgearbeitet. Dieses Teil sitzt ja später so, muss also genau mit den unteren Bohrungen übereinstimmen. Den äußeren Radius, der noch nicht angepasst ist, der wird ziemlich breit belassen, damit ich die Gewähr habe, dass sich diese Teile nicht in die Mitte hineinziehen. Die Drehgestelle sind natürlich nur etwa 0,4 mm dick. Die Bleche sind 0,8 bzw. 0,6 im Moment. Ich habe das extra gemacht, weil ich die Bleche später auf die Fläche abschleifen werde. Das kann man ja heute sehr gut mit Diamantwerkzeug.
diese Drehgestellteile zu härten.